Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür hier bei der Berufsfeuerwehr. Der Feuerwehr Potsdam. Was wir Ihnen jetzt zeigen, ist eine kleine Einsatzübung. Ein Szenario: Im dritten Obergeschoss ist ein Brand ausgebrochen. Eine Person befindet sich noch in der Brandwohnung und schreit verzweifelt um Hilfe. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Der singende Feuerwehrmann hat es ja eindeutig dargestellt. Die 112 ist jetzt natürlich zu wählen. Wir werden zur Hilfe gerufen. Der Notruf läuft in der Leitstelle auf und die Feuerwehr wird alarmiert. Also wir brauchen eine kleine Vorlaufzeit. Der Alarm geht bei uns ein. Die Leitstelle schaut, wo ist der Ereignisort, was ist für ein Ereignis, alarmiert die entsprechenden Kräfte und diese fahren dann an. Das werden wir gleich hören. Und dann geht auch die Übung schon los. So, die Kräfte sind auf Anstart. Wer kleine Kinder hat, ganz kurz die Ohren zu. Sie sehen als erstes Fahrzeug unsere neue Drehleiter, die heute Stufe mitbekommen, am 1. September übergeben. Dieses Hubrettungsfahrzeug verfügt also einen Leitersatz, der uns ermöglicht, Personen auf bis zu 30 Meter Höhe zu retten. Das zweite Fahrzeug, was sich hier positioniert hat, ist ein Löschfahrzeug. Und als letztes Fahrzeug hier beispielhaft der Zug RTW, ein Rettungsmittel für die verletzten Personen. Die Mannschaft beginnt jetzt. Der Gruppenführer führt eine Lageerkundung durch, schaut sich die Lage an. Wie sie im Treppenhaus aussieht, ist der Treppenhaus verraucht. Über welchen Weg, ob über Treppenhaus oder Leiter, der Angriff erfolgt und auch die Rettung. In diesem Fall hat sich der Zugführer entschieden, einen kombinierten Angriff zu fahren. Das heißt, ein Druck wird über die Leiter die Person am Fenster retten und ein zweiter Druck wird über das Treppenhaus parallel vorgehen und die Brandbekämpfung aufnehmen. Und so in der Art. Das ist ja kein richtiger Rauch, das ist ja das Dach. Wenn wir von Trupps reden, dann sind das immer zwei Kameraden bzw. zwei Kollegen, die im Team vorgehen. In diesem Fall der Angriffstrupp, der über das Treppenhaus vorgeht, unter Atemschutz. Ein weiterer Trupp baut in der Zeit, wo sich die Angriffstrupps vorbereiten, bereits die Wasserversorgung auf, einen Hydrant oder Brunnen, sodass wir eine gesicherte und ständige Wasserversorgung haben. Guck mal, die Schläuche aus, guck mal, da laden die ganzen Schläuche aus. Eine kleine Herausforderung, gerade im Innenstadtbereich, wenn Autos falsch parken oder generell wenig Platz zu haben.
Zuschauer, die links vom Turm stehen, sehen gerade den Trupp über das Treppenhaus vorgehen. Auch hier eine extreme Belastung für unsere Kolleginnen und Kollegen. Die Ausrüstung, die sie mitführen, wiegt etwa 30 Kilogramm. Sie bewegen sich in einem verrauchten Bereich mit Nullsicht und müssen dann auch noch die Treppen bis hoch ins dritte OG. Also es ist schon eine enorme körperliche Belastung. So, die Leiter hat jetzt den optimalen Punkt erreicht, sodass auch die junge Dame dort problemlos einsteigen kann. Parallel sehen Sie dazu bereits den Trupp, der über das Treppenhaus vorgegangen ist, der jetzt in der Wohnung die Brandbekämpfung vornehmen wird und die Wohnung nach weiteren Personen absucht. Die erste gerettete Person wird jetzt dem Rettungsdienst übergeben. Dort steht schon ein Notarzt und ein Rettungsbereit. Hier bekommt die Person, die auf der Aufgabe der Person eingearbeitet hat, um sie dort optimal bekommen zu können. Der Angriffstrupp, der in der Wohnung die Brandbekämpfung und Entschleunigung durchführt, hat eine weitere Person gefunden. Der Gruppenführer hat sich jetzt entschieden, diese Person ebenfalls über die Leiter zu retten und nicht die drei Geschosse über das Treppenhaus nach unten zu tragen. Und so wird jetzt auf dem Drehleiterkorb eine Brandtragehalterung vorbereitet und eine zweite Person gerettet. So, der Trupp aus der brennenden Wohnung übergibt jetzt die Trage mit der gefundenen Person an die Drehleiterbesatzung. Die Trage wird auf den Drehleiter gesichert, damit die Fahrt ein bisschen über Höhe sicher vonstatten geht. Wenn Sie einen Blick an den Fuß des Turmes richten, für den Notarzt, dort steht ein weiterer Trupp bereit. Das ist der sogenannte Sicherheitstrupp, der sowohl als Rettungstrupp oder als zweiter Angriffstrupp für den linken Angriff zur Verfügung steht.
Vielleicht ein paar Daten zu der Drehleiter noch, die wie gesagt am 1.9. in Dienst gestellt wurde. Der Korb, wo jetzt die Trage und die zwei Personen drin sind, hat eine Belastung von 500 Kilogramm oder 5 Personen und kann bis auf eine Höhe von 30 Metern Personen retten. Weiterhin sind wir dann in der Lage, über den Korb mit einem Wasserwerfer bis zu 2000 Liter pro Minute bis zu 30 Meter Höhe abzugeben und dort Brandbekämpfung bei Schulbränden oder ähnliches zu unterstützen. Person, für die vermutete Person einen Rettungswagen vorhalten und auch geschickt. Hier aus der Rettungsdienst gibt es einen Rettungswagen, der dann jeweils die einzelnen Schritte durchführt. Thank you.